Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Es geht weiter mit der kleinen Lilifee. Und die hat ja zuletzt Verbote bekommen, die wir jetzt aber irgendwie nach und nach auflösen können, wie wir im letzten Part gesehen haben, vor einiger Zeit. Und dieses aufgelöste Verbot, nämlich Feuer zu machen, werden wir jetzt mal ausprobieren. Es sei denn, ich habe hier noch irgendwas zu tun, aber ich habe gar keine Ahnung, ob ich jetzt noch... Ich weiß nur, dass wir jetzt hier... Haben wir jetzt Feuer machen können? Können wir doch jetzt auch vielleicht die dunkle Ecke irgendwie erleuchten? Feuer machen. Geht das jetzt? Irgendwie? Kann ich das jetzt hier irgendwie... Wie kann ich das denn benutzen? Ätnas Karte. Verbote. Das ist ja jetzt aufgelöst. Man kann immer nur eins zur Zeit, wurde uns auch gesagt. Aber so weit sind wir eh noch nicht. Kamin. Dunkle Ecke. Irgendwie weiß ich nicht, wie man das benutzt. Ob Rechtsklick, Linksklick, dunkle Ecke. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Ja. Hä? Verbote. Ja, das... Ich versuche das auch dahin zu ziehen. Soll ich dann doch eher nochmal dahin? Der Kamin brannte ja vorher auch nicht, oder wie war das? Ja, ich bin ein bisschen raus. Muss erstmal wieder reinkommen. Futternapf. Vielleicht nochmal mit ihm hier reden, weil wir das jetzt können, oder hatten wir das nicht schon? Red mal mit ihm. Garrett antwortete nicht. Lily musste wohl auf eigene Faust einen Weg finden, die Geheimtür zu öffnen. Dabei würde es sich als hilfreich erweisen, dass sie einen Weg gefunden hatte, die Blockade zu umgehen. Sie durfte nun endlich wieder mit Feuer spielen. Hurra! Cool. Ja. Aber dann brauchen wir doch hier nichts mehr von ihm, oder? Was ist mit Harvey? Können wir die nehmen? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ja. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lily ein wenig mit ihm spielen durfte? Vielleicht. Na gut, dann gehe ich mal. Was ist denn jetzt hier mit dem Feuer? Kamin. Endlich konnte Lily wieder nach Herzenslust ins Feuer greifen. Au! Was nicht hieß, dass das eine gute Idee war. Aber wir können Feuer machen. Können wir die Karte irgendwie machen? Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Können wir denn jetzt gehen, wo wir Feuer machen können? Warum sollte Lily nach Geheimtüren suchen? Immerhin kann... Blabla. Wird sie jetzt wieder zurückgeschickt? Warum müssen wir... Ja. Sollen, wenn möglich, hast du deine... Okay, das hatten wir ja schon, deswegen überspringe ich das. Andererseits hat Lily... Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dunkle Ecke. Na, wir müssen doch jetzt hier mit dem Feuer was machen können. Können wir hier irgendwie... Ach, die Fackel können wir nehmen. Ich denke die ganze Zeit, womit können wir denn das mal beleuchten? Pass auf. Und dafür haben wir jetzt nämlich hier Feuer gemacht. Und ich denke die ganze Zeit, sie kann ja nicht aus dem Nichts Feuer machen. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir es. Mit Hilfe der Fackel konnte Lily endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Ich habe auch immer gedacht, vielleicht ist es auch zu hoch für sie, aber sie kann sich strecken. Dunkle Ecke, komm, guck mal. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Vielleicht die Karte jetzt mal benutzen? Es war hoffnungslos. Warum musste diese dunkle Ecke nur so dunkel sein? Nimm mal die brennende Fackel. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Ach so. Na, dann können wir da jetzt mal hin. Lily! Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Dann fangen wir mal an mit dir selber. Ja. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn
ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Oha. Okay, Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Dr. Marcel? Ne. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Okay, Polizei? Nee. Die Polizei rufen? Ha! Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Okay. Oh, das... Ja. War ja abzusehen hier mit dem Baum. Ja. Möchtest du dazu noch was sagen? Nein, hier in der Ferne. Was kam mir die Karte? Fliegerbombe? Nochmal da reingucken. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Okay, Bombenklappe. Ist hier noch irgendwas? Kann man da die Karte? Nö, Wollknäuel. Was machen wir denn damit jetzt mal? Komposttonne? In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Gibt's hier noch mehr? Nö. Sollen wir damit jetzt was anfangen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Edna ist ja auch cool. Aber Lilly auch. Lilly hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Ach so, der Zaun. Edna folgen, alles klar. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh. Hallo Lilly. Oh nein. Du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oh Gott. Oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Und was mache ich jetzt? Stelle ich mich dem... Oh, vielleicht können wir das Wollknäuel irgendwie... Können wir den irgendwie an uns binden? Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Wookie. 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 Ja, und da sind wir in der nächsten Lilly Szenerie. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt.
In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Aber voll cool gemacht irgendwie mit diesen Missionen, die wir jetzt vor uns haben. Finde ich gar nicht schlecht. Knochenhaufen. Okay. Und diese Psychomucke immer. Aber ich finde es irgendwie cool. Da ist die Oberin, okay, voll die Leichen, die da hinten baumeln. Teergrube. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Einladend vor allem. Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Wir haben eine Rippe, können wir die angreifen? 8 Beine und ein Horn? Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Aber von alleine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Okay, mit dem Teer aber. Ja. 8 Beine, das hatte ja. Lilly war. Okay. Entschuldigung für den letzten Satz, den ich übersprungen habe. Zotti? Zotti! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Das ging ja schnell. Das ging ja wirklich einfach jetzt. Und wieso hat Harvey Kopfhörer auf? Weil er es nicht, Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Wahrscheinlich, weil es so irgendwie einem sagen soll, du brauchst nicht dafür hören. Erwachsenen widersprechen. Ach, ich höre nichts oder was. Gut, dann machen wir das mal. Das machen wir. Juhu! Jetzt können wir Erwachsenen widersprechen und gehen jetzt zu Edna. Yay! Ja, das lief ja. Das lief jetzt wirklich sehr schnell. Kapitel 2: Ednas Versteck. Sehr schön. Das nächste Kapitel ist erreicht. Gut, ja mal Zeit. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Da. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Das mit dem Uhu wird bestimmt nicht klappen. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Nee, er schon wieder. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist?
Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Okay, Harvey. Er ist wie immer ein bisschen Psycho. Jetzt nehme ich mal wieder die Karte. Und die rollt wieder weiter weg. Das ist scheiße. Moorsee, Brücke, Dorf. Ich will der Karte hinterher. Die rollt jetzt wieder weg, ne? Ah! Lilly denkt dasselbe wie ich. Was soll denn der Mist? Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Ja, das ist doof gelaufen. Pizzakarton. Okay, haben wir irgendwie eine Chilischote oder was? Ein Fahrrad? Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Luftpumpe. Aha, noch was? Guck mal hier, ja, jetzt muss ich da mal durchgucken. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Wahrscheinlich. Was können wir denn da jetzt mal machen? Vielleicht das verbinden? Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Pack das mal weg. Kann ich hier irgendwie, kann ich da nochmal, ja, da einen Wollknäuel? Lilly hätte gerne mit dem Löwen gespielt, aber er war nicht zu Hause. Okay. Lilly hätte den Löwen, aber er war... Okay. Kann ich hier nochmal rum? Gehe ich da nochmal rum? Vielleicht nochmal nach... Oh, Polizei. Okay. Können wir hier noch weiter hin? Nee. Geht mal. So, hallo. Oh, da ist das... Ja, alles klar. Ja, ich bin die kleine Lilly. Da ist meine Karte. Ich komme einfach rein, ohne Hallo zu sagen. Karte. Die Karte lag außer Reichweite. Können wir die uns einfach schnappen? Es nutzte alles nichts. Die Karte lag außer Reichweite. Dann muss er die ja uns aufmachen, ne? Es nutzte die... Mann, das nicht verbinden geht nicht. Lilly konnte die lösen. Ja, dann müssen wir wohl mal mit ihm schnacken. Weingummis. Okay, hallo, Herr Polizist. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja. Oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Na, den Dr. Marcel natürlich, mich selbst. Dr. Marcel. Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Ach so. Können wir denn hier Dose Valium? Ja, einfach mal mitgenommen. Was ist mit Weingummis? Oh, ich darf mir alles mitnehmen. Das ist toll. Gelber Stift. Können wir den auch nehmen? Jawoll. Alles abgrasen. Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie sie nicht essen durfte. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Kann man die damit jetzt wieder rumkriegeln? Oder so?
Weiß ich nicht. Alkoholtest. Mach mal einen. Auch schön. Kann man da rein? Nee. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder an meine doofe Karte ran? Das ist natürlich äußerst doof. Von der anderen Seite was reinwerfen ist auch irgendwie doof. Ja, das wird lustig, das sehe ich schon. Was können wir denn nochmal mit ihm bequatschen? Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Nö. Na, so ein Glück. Ich wäre nur höchst ungern vor die Tür gegangen. Seit Dr. Marcel die Leitung seiner Anstalt schleifen lässt, wimmelt es hier nachts nur so von entlaufenden Irren. Am besten, man bleibt zu Hause und versteckt sich hinter seinem Schreibtisch. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Oh ja. Und vor allem meinte er ja gerade, er müsste dann raus vor die Tür. Heißt das, wir müssen ihn irgendwie ablenken? Hier hast du eine Chilischote. Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Du weißt schon, dass das eine Straftat ist, oder? Oh, jetzt guck mal nicht so traurig. Es war ja nicht böse gemeint. Ich nehme ja alles zurück. Straftaten sind ja nicht weiter schlimm. Hauptsache, du lächelst wieder. Okay. Ja, da können wir doch bestimmt uns noch was einfallen lassen. Vielleicht müssen wir dafür auch erstmal nochmal raus und uns hier weiter umgucken oder so. Ich würde sagen, wir schauen uns hier im nächsten Part von Harvest Now neue Augen weiter um. Hier gibt es ja noch einiges zu entdecken. Hoffentlich geht es da auch überall hin. Nicht, dass ich noch darüber nachdenken muss, wie ich das Ganze hier löse. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Harvest Neue Augen. Bis dann!